Hey Leute, es geht weiter mit Dark Parables 5. Fünfter Teil von Dark Parables. Die letzte Cinderella. Ja, ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt mal am Abend auf, weil am Wochenende nichts kam. Und Lili ist ja auch gerade hier. Ja, meine kleine süße Katze, die ich manchmal schön in den Aufnahmen anbrüll. Ja, aber ich liebe sie. Nur, dass ihr es wisst. Nicht, dass ihr denkt, ich bin so eine Verrückte, die ihre Katze immer anschreit. Naja, gut, manchmal bin ich auch eine Verrückte, die ihre Katze anschreit. Aber mit Recht. Sie macht dann wirklich Scheiße. Das wollt ihr gar nicht wissen. Ich glaube, sie geht jetzt wieder... Alles klar, so weg ist sie. Wir wollen auf jeden Fall mit Cinderella weiterspielen. Und zwar aus dem Grund, am heutigen Montag, weil ich es am Wochenende ja nicht geschafft habe, mehr als einen Part aufzunehmen. Und ich finde es halt blöd, wenn man ein Wochenendspiel ankündigt und dann halt nur einen Part raushaut. Deswegen machen wir das jetzt weiter hier. Und wir hatten hier zuletzt Pinocchio am Start. Soweit ich weiß, da ist er, der kleine Lügner-Knilch und diverse Dinge eingesammelt. Ich glaube, zurück konnten wir hier nicht, ne? Nee. Irgendwas wollte ich machen. Hier, irgendwas hatte ich eingesammelt. Den Holzstock zum Beispiel, hölzerner Puppenkopf. Ich muss mir überlegen, was ich jetzt mal entkomme dem Häuschen, in dem du Pinocchio überzeugst. Kann ich dem nicht schon mal irgendwas geben? Das nicht, das Wollknäuel. Das da. Nein. Das Zauberbuch. It must have locked me in here. Before I fainted, I saw the beast. It must have locked me in here under the evil godmother's orders. Okay, alles klar, Pino. Dann muss ich mich wohl weiter hier umschauen. Habe ich einen Schlüssel? Ich weiß ja immer nicht, was ich... Oh. Meine Boxen sind nicht an. Okay, musst du mal nachschauen. Hier oben vielleicht irgendwas. Die Spieler sind einfach aber mit Sorgfalt gearbeitet. Hat der Holzschnitzer sie für Pinocchio geschafft? Ich weiß es nicht. Tipp. Aber ich habe doch noch keine Bummelbahn, die ich hier einsetzen kann. Ach. Gibt es hier oben vielleicht noch? Warte mal. Hier unterm Stroh? Das Stroh würde sich gut zur Herstellung eines Besens eignen, wenn ich es zusammenbinde und einen Stiel... warte mal hier. Muss ich das noch zusammenbinden mit dem Wollknäuel? Okay. So, jetzt habe ich einen geilen Besen und darf jetzt hier putzen. Da oben vielleicht? Kann ich hier oben putzen? Nee. Kann ich hier irgendwie... Ja, kann ich den dann anwenden? Vielleicht kann ich hier Spinnenweben wegmachen oder... Was mache ich denn jetzt mit dem Besen? Doch, ich soll da oben hin. Sie kann ich auch nicht weiter anziehen. Kann ich mit dem Besen hier vielleicht runter? Das aufmachen, okay. Jetzt habe ich was eingesammelt. Familienfotobeweis. Da ist der Beweis. Und Palastemblem. Die Figur der Stiefmutter sieht einsam aus. Eine Figur ihres Ehemannes ist genau das Richtige. Kann ich die hier... Ich brauche noch einen Körper irgendwie, ne? So. Dann gebe ich mal ihm erstmal den Familienfotobeweis. I miss my dad a lot, but I'm never going to see him again. Oh. Ja. I wish dad would come back. Even though I'm just a puppet, he always treated me as if I were a real boy. Also hat das jetzt noch nicht ausgereicht oder was? Ach, guck mal hier, jetzt gibt's hier was Neues zum Wimmeln. Dann legen wir doch mal direkt los. Ja, mit Sachen, die hier so rumschwirren. Miau, miau. So. So, Didel-Dumm. Und Didel-Da. Das Ding da oben. Und die Scheibe. Und die Blümchen. Und ein Stift. Immer hinter das Bild klicken. Wo finde ich das denn mal? Und den Hammer. Ist das eins von diesen Sachen hier? Ach, da hier unten. Okay, und dann auch noch ein Schuh. Ein Schuh?
Da ist der Schuh. Das da. Wo ist der Stift? Ich finde den Stift nicht. Der Stift. Oh, Menno. Och, direkt hinterm Bild doch mal wieder. Warte mal. So, jetzt habe ich ihn. Ja, die Hunde fangen im Hintergrund wieder an zu bellen im Haus. Das ist schön. Mitten in der Aufnahme. Holzschnitzfigur, da ist sie ja. Ach, ich dachte, ich sollte die mir irgendwie vielleicht doch selber basteln. Dann brauche ich das ja gar nicht. Oh, ein Rätsel. Ich mag Bilderrätsel irgendwie. Die haben was. Ordne die Puzzleteile so an, dass ein Bild entsteht. Kann ich die untereinander verschieben? Kann ich. Das war doch richtig. Ach, das muss nach unten. So. Dreh die Puzzleteile so, dass sich ein Bild ergibt. Also da ist eine Königin. Und er hier als Papa, voll die sneaken Eltern. Gar nicht so ein Opa von Pinocchio, den man sonst so kennt als Vater. Okay. So. Was habe ich jetzt hier? Seelenanhängerbeweis. Pinocchio, your father died because of you. If you want to save him, find me Cinderella. Her soul, together with the power of the soul necklace, might be enough to revive him. Ja. Deine Mutter, Amelia. In diesem Brief macht Stiefmutter Pinocchio für den Tod seines Vaters verantwortlich. Ich kann ihn ja gut. Muss ich mit dem Ding jetzt noch irgendwas machen oder reicht es, wenn ich ihm den jetzt gebe? Yep, you've guessed it. I've been helping the evil godmother. She wants to sacrifice Cinderella to revive my dad. Geht ja gar nicht, Pinocchio. Pinocchio sagte, er vermisst seinen Vater sehr. Kann ich ihn ihm etwas geben, um ihn zu konfrontieren? Wo ist er denn jetzt hin? No, jetzt weint er. Oh no. My mother, the evil godmother, is obsessed with reviving Dad. She doesn't care about me anymore. Okay. Ach, ja. Mach ich jetzt mit dir? Ich kann jetzt hier auf jeden Fall ran. Dann kann ich da in den Puppenkorb reinhauen. Ah, und da habe ich jetzt die Lok, die ich dann hier einsetze. Und bekomme ein... 1 von 4 von Geppetto und Pinocchio, alles klar. Dear Pinocchio, I have always been proud to call you my son. My hope is for you to be the honest and kind boy that I know you are deep down. Don't blame yourself for my death and take care of your mother for me. Love, Dad. Okay. Dann geben wir ihm doch mal den Brief. This letter is from my father. He's always believed that I'm a kind and honest boy at heart. I can't believe it. Listen, we must stop my mother. My dad wouldn't want Cinderella to be sacrificed for his revival. Here's the key to my cottage. Let's go save your friend and stop my mother. Er ist halt seine Mutter, ne? Kann ja auch nichts dafür. Schlüssel zum Häuschen. Da. Wollen wir das doch mal benutzen. Ich hoffe, ich hatte jetzt hier nicht irgendwelche Dingsbums-Dinger, ihr wisst schon, übersehen. Vor allem auch hier. Weiß ich nicht, ob ich die alle gefunden hatte, die... Ah, wie heißen noch? Chamäleon-Objekte. Naja. Detective, look!
to go save that girl. She might be Cinderella. Let's hurry to the castle, now! Kapitel 6, Aufgabe aktualisiert. Yeah, Pinocchio, Cinderella, Mission, Rettungsmission. Voll der coole Pinocchio. Und jetzt sind wir doch wieder zurück, das ist ja klasse. Na, dann kann ich die doch jetzt wieder anziehen, die Puppen. Ich habe doch Sachen eingesammelt. Das ist doch mal toll. Dann geht das also doch? Wahrscheinlich schon, ne? Gehen wir mal hier hin. Ach so, das ist einfach nur die Seite. Ah, so, okay. Aber hier kann ich auch wieder hin? Ah, wie cool. Ja, Moment mal. Weil die erste Tüdeltante, die hatten wir doch irgendwo... War das denn noch, wo man die anziehen konnte? War das nicht hier irgendwo? Ich weiß gar nicht mehr wo. War das noch weiter hier? Nee, geht gar nicht. Wir hatten doch hier auch eine, die man anziehen konnte, oder nicht? Nicht? Habe ich mich geirrt jetzt? Hier anscheinend schon. Oh! Na, ja, ein Chamäleon obleckt. Ein Chamäleon obleckt. Ja, das ist schön. War die nicht hier drinne? War nicht im Baum eine... Oder auch... Okay. Ich lasse es nicht. Und das verwirrt mich hier auch. War das hier? Ja, die werden wahrscheinlich alle noch wiederbelebt werden. Da ist eine Art Juwel zu erkennen. Haben wir das mittlerweile? Das war... Warte mal. Das war jetzt aber nicht hier in dem Baum, ne? Nee, das war ja die Kiste. Nee, ich bin gerade verwirrt. So, kann ich hier dann ein Schlossemblem? Haben wir das denn? Ritteremblem. Bischofssymbol. Palastemblem. Geht doch. Irgendwas schimmert hier immer. Aber dass man hier auch nicht jetzt weiter kann, irritiert mich auch. Ich weiß nicht. Gehen wir da mal durch und wimmeln mal wieder. Damit die Zeit nicht hier so flöten geht. Ja. Das ist auf jeden Fall viel buntes Gedöns. Die Perlenkette, hier ist ganz viel Perliges. Na, das nicht? Achso, sieht anders aus. Das da? Nee, da? Nee, das war ich ja gerade schon. Nee, nee. Welches ist denn? Hier hinter mir wieder? Nee, hinter mir diesmal nicht. Eine goldene Blümle. Hier so ein Ding. Da oben. Fehlt nur noch das hier. Wo ist denn das? Habt ihr es schon entdeckt? Da war es. Glaskrone. Tada. Was haben wir hier noch? Da eine Bürste. Zwei insektenförmige Dekorationen fehlen in dieser bronzenen Truhe. Da schon mal nicht. Da können wir durch. Was haben wir hier noch? Aha. Um an das Zahnrad zu... ich habe eine Parabel freigeschaltet. Das ist ja toll. Die Hofdamen der Göttin. Ach komm, dann lesen wir das doch direkt mal. Forbidden to directly interfere with the mortal world, the maiden goddess decided to choose a pure-hearted maiden with magical powers to act as her handmaiden. Ach so, ja. Weiter. Upon her handmaiden, she bestowed the power to detect Cinderella's and gave her the magic glass wand. With this powerful magical tool, the handmaiden could wield powerful magic. The handmaiden's primary duty is to seek out and aid Cinderella's. In time, her good deeds were known to all, and she came to be called Godmother. After the first godmother died, the maiden goddess chose another to take her place. Thus, the tradition has carried on to the present day. Each handmaiden expressed their magic in different ways. For example, one godmother was skilled at dressmaking, so she liked to imbue her magic in the clothes she made.
When the Maiden Goddess saw that the latest Godmother had turned evil, she took away the Godmother's powers and confiscated the magic glass wand. In her disappointment at her handmaiden's betrayal, the Maiden Goddess vowed never to pick another handmaiden again. Okay. Kann ich das jetzt hier so blind zumachen? Dann wollen wir mal gucken, was hier ist. Noch ein Wimmelbild. Okay. Ich mag die Parabeln immer in den Spielen total gerne. Ich finde die super. Weil die immer so ein bisschen anders, weiß ich nicht, die Märchen einfach anders erklären. Ich sollte wirklich nicht so wild rumklicken. Es bringt's nicht. Kleines goldenes Dingsbums. Das ist aber auch fies hier gemacht, muss ich sagen. Sieht immer aus, als könnte man alles hier mitnehmen. Das da? Nee, das da? Ja. Da ist der Pnüppel. Okay, das ist schon mal fertig. Nur noch die zwei Teile. Da. Und nochmal hinter mich klicken. Nein. Muss woanders sein. Ist das, nee, da ist es nicht. Das sieht da auch nicht so aus. Wie sieht das denn aus? Nee, da waren wir schon. Da, das da. Kupferner Schneidbrenner. Ja, nun füg dich zusammen. Füg dich zusammen. Hallo? Ja? Ich hab doch alles. Oh, das ist jetzt so ein Backblödsinn hier, ne? Komm, das soll sich doch von alleine... Ach so, ich muss das hier noch finden. Hm, Entschuldigung. Ich dachte, das wäre schon fertig, weil das so groß war. Oh, Dobi. So, jetzt haben wir ihn. Es ist immer so, ich sehe nur ein großes Objekt und denke, jetzt habe ich alles geschafft. Kupferner Schneidbrenner. Bestimmt hierfür. Stiefmutter hat die Rotkäppchen-Umhänge geschneidert, dass kein Tier den Geruch des Trägers vernehmen kann. Mhm. Ein Zylinder lilafarbenen Garns wurde aus der Nähmaschine entfernt. Mhm. Kombiniere die magische Kugel mit dem Kristallherz, der Tränen der Göttin und der Blitzessenz. Um diesen magischen Apparat zu starten, brauche ich das richtige herzförmige Objekt. Nochmal, kombiniere die magische Kugel mit dem Kristallherz, den Tränen der Göttin und der Blitzessenz, um die Kugel zur Magieaufhebung herzustellen. Oh Gott. Ach, mein Auge schon wieder. So, 3 von 4, jetzt werden die Parabeln doch langsamer. Was, das finde ich gut. Stiefmutters Tagebuch erzählt ihre Besorgnis, dass Geppettos Verstand von dem bösen Baum verdorben wird. Auf dem Tisch liegen Garnspulen. Dann nimm doch davon das Zaubergarn. Andere Schneiderwerkzeuge liegen im Raum verstreut. Die verschwundene Figur finde. Die da? Nee. Also da kommt das komische Garn rein. Da kommt irgendwas, weiß ich auch nicht. Und hier auch nochmal was Herzförmiges. Ja. Hm. Okay. Dann gehe ich jetzt erstmal hier wieder weg und... Nein. Das ist Katharine. Das ist die Katharine-Puppe, die Catherine-Puppe, mit der sich mich Stiefmutter vorhin hereinlegte. Okay. Steht die jetzt gleich gruselig auf und erschreckt mich, oder? Cinderella. Ich brauche das richtige Werkzeug, um das Metall der Kontrolltafel durchzuschneiden. Damit zum Beispiel. Wenn wir schon mal so einen Schneidbrenner haben. Dieser Mechanismus besteht nur aus einem gezahnten Rad. Wo ist das andere? Weiß ich doch nicht. Okay. Dann gehen wir hier mal wieder weg anscheinend. Und gibt es hier noch sonst irgendwas? Nee, ne? Nö. So, Zange, Zange, Zange. Was haben wir hier noch? Ach ja. Die Libelle. Die Glaskrone ja wohl nicht. Kann die Glaskrone... Wir haben so viele Kisten, wo irgendwelche Sachen rauf sollen. Ist das das Richtige? Nein. Das ist herzförmig.
Das geht auch nicht. Die Zange, damit könnte ich doch das rausholen. Nochmal, um das anders zu machen, muss ich erst die anderen Teile des Ofens untersuchen, um herauszufinden, wie ich die Stangen anheben kann. Bekomme es Zahnrad nicht raus, vielleicht heben sich die Stangen, wenn ich die Verzierung über dem Kamin vervollständige. Ah. Ah. So. Juhu. Zahnrad. Hab's jetzt. Zack. Haha. Super. Ein Rätsel. Lege alle Teile auf entsprechend ihrer Formen auf das Spielfeld. Den Satz finde ich komisch, aber okay. So, zweimal Kreuz und daneben Karo würde, nein, hier hinpassen. Zwei Kreuze übereinander könnten hier hinpassen, sollen sie aber nicht. Da nicht, da vielleicht. Was haben wir hier denn? Kreuz, Karo, Kreuz, Karo. Kreuz, Kreuz, Karo. Wieso? Es passt doch hier hin. Ma, muss ich da was ändern? Doch, hier kannst du. Nee, auch nicht. Weil das schon besetzt ist. Das ist ja dumm. Karo, Kreuz, Kreuz, Karo. Kann ich das wieder wegnehmen? Dankeschön. Nehme ich das auch nochmal weg. Mach das aber nochmal dahin. Damit die Großen erstmal weg sind. Karo, Kreuz, Karo, Kreuz. Nee, Karo, Kreuz, Kreuz, Karo. Ja. Kreuz, Karo, Kreuz. Na, ob ich das hinkrieg? Wird hier aber schwierig. Karo, Kreuz, Kreuz, Karo. Würde auch hier hinpassen. Aber hier doch auch. Haha. Okay. Ist noch hier ein großer, der hier irgendwie... Ach. Mal. Karo, Kreuz, Kreuz. Der passt auch hier hin. Wer ist noch übrig? Der. Das ist jetzt blöd, ne? Du gehst mal da in die Ecke, dann ist das hier nämlich schon fertig. Gibt es hier irgendwas mit Kreuzen nebeneinander? Warte mal, die müssen wir, ich muss die mal wegnehmen. Hm. Nee, pack dich mal wieder dahin. Bleib mal da. Ach so, das geht da auch. Ja, wahrscheinlich war es auch vorher jetzt schon. Karo, Kreuz, Karo. Karo, Kreuz, Karo. Aber wenn ich das jetzt dahin pack, kann das nicht auch woanders hin? Und wenn ich dich hier hinpacke, ne? Und dich dahin packe, was bleibt dann noch übrig? Der Große bleibt doch übrig, ne? Der Große. Geh mal du mal da weg und du gehst mal hier hin. Wer ist jetzt noch nicht? Nee. Bleib mal da. Welcher ist denn noch nicht? Ich kann das hier farblich gerade nicht erkennen. Der blaue ist doch weg. Der hier ist noch da. Yay! Das ist wirklich unheimlich, diese leblosen Puppen ohne Gliedmassen und wichtige Organe zu sehen. Mehrere Accessoires und Objekte sollten sich auf diesen Glasstatuen befinden. Sollen sie das, ja?
Was ist das hier für eine Puppenfabrik? Zerbrochene und unvollständige Puppen liegen auf dem Fließband und auf dem Boden. Das ist voll gruselig. Was soll ich jetzt hier? Will ich hier sein? Soll ich hier noch was machen? Ja. Was wollt ihr denn jetzt hier? Soll ich denn jetzt die Glas... Ah, ich ist okay. Ich darf die jetzt schmücken, ne? Wollt ihr noch mehr? Was wollt ihr denn noch? Eine Bürste? Hier die Tränen? Ich meine, das hier ist so eine Fee und was will sie noch? Ich hab doch kein Schnicki-Schnacki mehr. Noch was hier? Ich weiß es nicht. Da hinten die fleischfressenden Pflanzen. Eine Bürste. Tränen der Göttin. Wohin? 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 Immer noch hier? Was denn? Ich dachte, ich habe das jetzt gemacht. Was fehlt denn jetzt hier noch? Was habe ich, was ich einsetzen kann? Hier, das Ritteremblem ja wohl nicht. Wollt ihr... Was wollen die denn noch? Bischofssymbol. Soll ich hier irgendwas wegnehmen? Was denn noch? Ich habe nur das hier noch und die Bürste. Vielleicht das Glaszauberbuch. Ach, das Glaszauberbuch. Noch was? Möchte sie auch was in der Hand haben? Probier jetzt einfach mal alles aus. Nee, ne? Mehr nicht. Oder doch? Nein. Jetzt darf ich hier weggehen. Das ist ja freundlich. Und jetzt soll ich hier reingehen. Okay. Tränen der Göttin, die könnten hier reingehören. Und das habe ich aber noch nicht, ne? Nee. Kann hier auch in die Mitte noch was? Die magische Kugel-Dingens. Wenn ich die richtige magische Kugel in die Mitte einsetze, kann ich diesen magischen Apparat finden. Ich habe aber keine magische... Kann ich denn jetzt hier schon irgendwas machen? Nee, ne? Diese Kugel hier. Das Zaubergarn. Kann ich jemandem eine Bürste geben? Nee, ich soll hier weg. Okay. Jetzt soll ich wieder dahin? Warum? Ach, weil ich hier durch kann. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ho! Ich kann ja hier noch mehr gucken. Alles klar. Was haben wir hier? Es ist absolut notwendig, das richtige Holzwerkzeug zu benutzen, um dieses zarte Objekt aus dem Holzscheit zu befreien. Das richtige Holz wäre alles klar. Ja. Was haben wir hier noch? Was Neues? Dieser Zeichnung zufolge verfügt Pinocchio über einen Cinderella-Finder in Form eines Kristallherzens. Mhm. Sachen einfach nur einsammeln ist immer das Beste. Ich muss den richtigen Griff einsetzen, um den Gegenstand zu nehmen, der hinter Gittern liegt. Habe ich nicht. Glaube ich jedenfalls nicht. Ist hier irgendwo ein Chamäleon-Objekt hinter mir? Hinter diesem Fenster scheint ein Fließband für Puppen zu liegen. Es ist voll abartig, wie die Puppen da vorbeigehen. Wer arbeitet denn so? Na, ich habe ja zumindest schon mal den Schmetterling. Dann kann ich den ja jetzt hier einsetzen. Zack, geht das los. Und hab jetzt was? Glasohrringe. Pass auf, dann kann ich doch die hier noch schöner machen. Reicht aber noch nicht. Garnspule, warte. Die können wir doch auch hier verwenden. Naja, vielleicht nicht da. Vielleicht muss ich die eher... Ja. So. Und jetzt ist das Holzwerkzeug? Hobeldingens. Warte, hier rein. Zack. So. Hui. Hier benötige ich einen Gegenstand, der sanft die Holzspäne entfernen kann. Eine Bürste. Yeah. Und noch mehr weggebürstet. Habe ich jetzt Tolles erhalten? Glashexenhut. Dann ziehen wir den doch auch gleich nochmal an. Und das war's. Es ist vollständig. Wie
It's okay. Let me untie you. Thank you, Pinocchio. Your Cinderella detector tells me that this girl is Cinderella. Now I can sacrifice her and revive my husband. No, wait! Don't hurt her! Goodbye, detective! Kapitel 7. Haben wir das auch wieder geschafft. Das ist ja unglaublich. Aber ich würde sagen, wir machen hier einen Cut direkt bei Kapitel 7. Und dann freuen wir uns alle, dass das jetzt hier voll los abgeht mit Stiefmutter und so. Und ist ja wieder total spannend. Und übrigens, die Synchronstimmen, die kennen wir auch schon aus den anderen Dark Parables Teilen. Da habe ich das richtig so rausgehört. So, die Stimme von ihm, die kommt auch in jedem Teil vor, ne? Das ist immer... Ja. Das habe ich schon bemerkt. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part von Dark Parables Cinderella. Tschüss.